Um 19.05 Uhr ertönte Staying Alive aus den Boxen und schon tanzten 100 Brandenburger. Sie hatten sich neben der Eisbahn auf dem Weihnachtsmarkt zum Flashmob verabredet und performten eine vorher im Geheimen geübte Choreografie. Viele Marktbesucher staunten über die scheinbare Spontanität und applaudierten im Nachgang kräftig. Erzähl uns doch mal, was hier eben passiert ist. Wir haben so viele Leute eben getanzt. Was habt ihr hier gemacht? Na, wir haben den Flashmob getanzt. Den Flashmob für Brandenburg an der Havel. Und zwar einfach aus dem Grund, dadurch, dass die Weihnachtsmannparade nicht stattfand und wir das eigentlich so traditionell finden und das eigentlich total schade finden, dass es dieses Jahr nicht stattfinden konnte, haben wir uns einfach eine Alternative überlegt. Und die Alternative war halt dieser Flashmob. Nach drei Liedern war das Spektakel vorüber. Glücklich über die gelungene Performance ließen die Teilnehmer den Abend dann beim Glühwein ausklingen. Ihr Fazit? Der nächste Flashmob kommt bestimmt.